Wir sind mit einer weiteren Folge von DSJ4. Ja, wir sind wieder hier und heute ist das Weltcup-Finale angebrochen. Das ist der Weltcup-Stand und wir fahren fort zu unserem Lieblingsort nach Planica. Mal gucken, was wir für eine Bedingungen haben. Schau, wir haben tatsächlich sogar Aufwind. Ich habe es tatsächlich ein bisschen gehofft, da wir hier schöne gute Sprünge zusammenbekommen. Anfangen tun wir immer in der Qualifikation hier mit Kevin Bickner. Und ja, erster Sprung, 221 Meter gleich mal. War ein sehr schöner Sprung gleich mal zu Beginn. Mal schauen, was die Qualifikationsweite so ungefähr sein wird, weil man kann es ja nicht so unbedingt sagen. Ich habe in den letzten Tagen, vielleicht auch zwei Wochen maximal, sehr, sehr viele Schanzrekorde aufgestellt. Neue. Ich glaube so an die 6, 7 tatsächlich. Und naja, ich bin halt jetzt wieder ein bisschen mehr drinnen im Skifliegen, auch im Skispringen, ganz normalen. Und deswegen kann sein, dass ich den einen oder anderen Sprung halt besser vollführe mittlerweile wieder mal. Und verdammt, habe ich das Steam-Overlay. Da habe ich das schon wieder im verknüpften Steam geöffnet. Oh, da bin ich angekommen. Es ist auch wieder eine Unart, die ich jetzt habe seit neuestem, dass ich quasi während der Aufnahme, ich muss noch hier mal offline stellen, dass ich hier im Flug wieder bei den Tasten ankomme. Das hatte ich nur ganz, ganz früher, aber anscheinend, weil ich mich so quasi verkrampfe an dem Maus, drücke ich halt versehentlich auch anscheinend die rechte oder linke Maustaste ab und an. Auch hier ist der Joy, 222,5 Meter, das ist die Führung. Also man sieht, es geht schon weiter als sonst. Und naja, man muss dazu sagen, es kann gut sein, dass wir heute eine sehr hohe Qualifikationsweite sehen, da ich jetzt quasi durch das ganze Springen wieder konstanter geworden bin, nochmal einiges. Und ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist für ein LP quasi, an der sich das quasi jeder gleich weit was springen wird. Aber naja, wir werden sehen. 223,5 Meter jetzt von Dusty Coric jetzt schon. Und naja, wir haben nur einen halben Meter Aufwind. Also man merkt, ich bin im Moment gut drauf. Andreas Kofler. Ja, bei ihm ist es meistens so, wenn ich mal dann wieder mich ordentlich konzentrieren will, passiert dann sowas. Und weil ich das auch gerade gesagt habe natürlich, passiert es dann hier, dass er überhaupt nicht weit kommt und nur 205 Meter erreicht. So, das war auch ein sehr schöner Absprung von Jaka Waller. Der könnte sehr weit gehen tatsächlich. Oh ja, wir haben jetzt hier 229 Meter erreicht. Wahnsinn. Also das war schon mal ein richtig schöner Sprung. Da hatte ich auch den kleinen Nackler drinnen, den man quasi als Gibbon hier bezeichnet im Spiel. So einen kleinen natürlich, nur weil die weltbesten Springer quasi, die bringen da besseren. Da müsst ihr nur die Weltrekorde mal ingame anschauen, wenn ihr das Spiel habt, oder? Sonst schaue ich mal auf euch rein. Vielleicht könnte ja passieren, dass ich eventuell DSJ4 mal livestreame in der Sommerpause. Tatsächlich aber wahrscheinlich in nicht allzu hoher Qualität, weil mein Internet eben nicht kann. Vielleicht nächstes Jahr mehr, öfters, wie auch immer, ich weiß es nicht. Wir werden sehen, aber 222,5 auch jetzt hier für Kento Sakuyama, das ist Rang 2 im Moment. Also im Moment geht es um die 220 Meter plus mit den Qualifikanten hier ist, naja, eine große Weite tatsächlich. Aber mal schauen hier, Dimitri Vasiljev. Es gibt ja den einen oder anderen, der dann doch den Sprung wieder mal zwischendurch verhaut. Also drei oder vier Sprünge haben wir schon verhaut und dann sind wir die guten dabei. Naja, das ist halt immer der schmale Grad zwischen perfekten Absprung oder ansatzweise perfekten Absprung mit Nicht-Treffen. Auch hier wieder Larinto, das war eigentlich okay. Für das aber wird wahrscheinlich auch eine schwere Zeit haben mit 215 Meter und eher schlechteren Noten. Wird auch schauen, wo er bleibt. Muss auch schauen, wo er bleibt, sagen wir so. So, jetzt hier Jakub Janda, das ist der Nächste, der jetzt runter darf. Auch er kommt ein bisschen schief oben raus. Das ist hier auch eigentlich eine entscheidende Sache. Aber
es geht klar noch. Sagen wir so, 219,5 Meter, das ist Rang 7 tatsächlich nur. Und man sieht, dass man weit muss. Wenn man hier so die ganzen Weiten vergleicht. Grüne Wälder. Also wieder ein schönerer Absprung. Bin ich mehr zufrieden. Bin auch in meiner Flugphase drinnen. Und ja, auch der 221 Meter und die Noten sind Zucker. 3x20,0 und einmal 19 und einmal 19,5. Das ergibt Rang 2 im Gesamtklassement. Ja, zwischen Rang 1, Rang 2 und Rang 5 sind nur 0,7 Punkte auseinander. Also das ist schon mal knapper, am knappesten. Mal schauen, ob da, wo sich da Andreas Sternen einreihen kann. Hm, weiter hinten tatsächlich wahrscheinlich nur. Ja, 218,5 Meter, Rang 8 war das. Ja, okay. Und ich darf nicht vergessen, es ist ein Skifliegen. Es qualifizieren sich keine 50, sondern nur 40. Diesmal wieder. Also das wird noch, also die härteste Qualifikation nach dem Kulm, glaube ich, wird das hier heute. Auch Andreas Wellinger chancenlos mit 203 Meter. Und ja, das muss ich tatsächlich sagen. Ja, nachdem, viele wissen es schon, viele sind es vielleicht schon gewohnt, viele wissen es vielleicht auch noch nicht, da mehr oder weniger das Publikum für DSL4 jedes Jahr so ein bisschen wechselt. In Form von, ja, was ist Publikum? Einfach die Leute, die herkommen und sagen, ja, gucke ich mir mal an. Es wird eine Sommerpause geben, und zwar bis November, tatsächlich. Und für alle, die immer einen Teamcup fordern, vielleicht werde ich das mal einen Teamcup livestreamen, tatsächlich. Aber ich kann nichts versprechen. Mein Internet ist im Moment Mist, aber es kann sein, dass ich umziehe, tatsächlich. Und es kann sein, dass ich dort besseres Internet habe. Aber da ist noch gar nichts fix. Sonst werde ich einfach mal in 480p, ich weiß, es ist zwar nicht so eine schöne, so schön anzusehen, aber werde ich mal, oh mein Gott, das war ein scheiß Absprung, werde ich mal versuchen, auf Twitch zu streamen. Vielleicht kann man da ja was machen. Wir werden sehen. Gut, 140 Meter, das war ein Absturz schlechthin und den können wir mal vergessen. Ja, hier William Rhodes, letztes Mal am Podest gestanden, überraschenderweise. Jetzt hier die Startnummer 19 statt 5 oder was der vorher hatte, oder 4 oder 5. Und natürlich ist er beflügelt vor seinem Podestplatz. Man merkt es hier. Der war sehr schön auch hier. 225 Meter, das ist Rang 2. Tatsächlich. Schauen wir mal, wie es weitergeht mit Luca Egloff. Nämlich geht es weiter direkt hier. Ja, knapp daneben ist auch vorbei. So war leider der Absprung ein bisschen zu spät. Man hat es auch in der Weite gemerkt. 208,5 Rang 15 hier. Naja, mal schauen, wer sich so alles qualifiziert. Der nächste, der sich jetzt qualifizieren muss, ist Kenneth Ganges. Auch eher etwas zu spät. Mal schauen, ob, wie weit er sich noch runter retten kann. Naja, fast bis zur Hillside, 211,5 Meter. Ich würde mal sagen, bis Jakob Jan, da sehe ich mal gute Chancen. Mal schauen, was danach passiert. Wir werden sehen. Radik Schaparov. Auch er sehr schön abgesprungen. Kommt jetzt in die Flugfallphase, sagen wir es mal so rein, wo er sich ein bisschen zurücklehnen muss, aber trotzdem nicht wirklich Spannung loslassen kann. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das jetzt für euch macht, aber für die, die wissen, wovon ich rede, macht es vielleicht etwas Sinn. Aber gut, wie auch immer. 220,5 Meter für Radik Schaparov, das ist Rang 10. Kann sich also auch berechtigte Hoffnungen machen. Wir werden sehen, was jetzt Peter Priots macht. Auch eher sehr, sehr spät, das heißt, er wird auch nicht dabei sein. Im ersten Durchgang. Also mit ihm habe ich sowieso kein Glück heuer. Man sieht es. Entweder ist er im Mittelfeld dabei oder gar nicht. Also meistens, wenn er, glaube ich, gar nicht dabei war, ist in der Qualifikation ausgeschieden. Und nicht im ersten Durchgang. Also so viel dazu mal. Naja, 10 heute weniger im ersten Durchgang allein schon. Das wird heißen, es qualifizieren sich nur von den ersten 58,30. Und dann gucken wir mal, ne? Wie knapp das Ganze wird. Auch Thomas Dieth hat hier zu spät abgesprungen. Mal schauen, was das, apropos, mal schauen, was das österreichische Team nächstes so zusammenbringt, weil heuer, die Saison war ja komplett zum Vergessen.
Ich meine, ab und an mal ein Sieg, was schön war für Michi Heiberg und Stefan Kraft. Aber ja, generell, nee. Mal zum Vergessen. 219,5 Meter jetzt von. Was haben wir? Von wem war das? Matschekord Rang 14. Naja, mal gucken. Ist eigentlich auch nicht so prickelnd. Aber wir werden sehen, wo das hinführt. Lars Antonissen. Ja, mal gucken, was der gute Mann hier macht. Denn nächste Saison werden wir den sicher nicht nochmal sehen, weil es war ein guter Einschätzungsfehler von mir. Dass der eventuell im Weltcup auftritt. Ist ja nicht mal im FIS Cup gescheit dabei. 221 Meter, Rang 11. Ja, Rang 11. Gucken wir mal weiter. Ja, 220 Meter kann sich tatsächlich bewahrheiten. Wir werden sehen. Stefan Leie. Stefan Leier ist sehr hoch rausgekommen. Tatsächlich haben wir einen Absprung ziemlich gut erwischt. Geht ein bisschen weiter auch, aber nicht zu sehr, da der Wind jetzt nicht so in die Karten gespielt hat. Aber 222,5 Meter Rang 6 ist nicht schlecht und ist auch gut und gern mal verdient. Alex Insam. Ja, der junge Italiener. Mal gucken, wo er landet. Auch er war, glaube ich, eine Spur zu spät. Wo landet er denn? Bei 210,5. Ja, Rang 18, das ist alles schon zu wenig, das kann man direkt hier so sagen, so wie es ist. Da wird es wohl eher nichts werden. Ja, wahrscheinlich so 220 Punkte wird man schon mindestens brauchen. Denke ich mir mal. Marat Schaparov jetzt. Sein Bruder Radek ist ja wieder gut gesprungen. Normalerweise beide immer ähnlich bei den Sprüngern. Ja, auch er. 220,5 Meter, Rang 10. Da ist er nochmal zwei Positionen vor seinem Bruder. Schauen wir mal. Gleich zum nächsten. Davide Presadola jetzt. Jetzt müssten sich schon langsam die ersten qualifizieren dann. So, der liegt auch schon in Position wieder. Wenn da jetzt noch ein bisschen Wind reinbläst. Jawohl. Geht jetzt gut. Weit runter auch hier. 226 Meter, Rang 2. Also, ach ja, drei sind schon qualifiziert. Okay. Gut, Jakavala, Davide Brissadola und William Rhodes sind mittlerweile qualifiziert. Okay. Dann haben wir als nächstes Denis Kornilov, der bei mir ja auf 222,22 Meter am Kulm gesegelt ist und damit einen neuen Rekord gesorgt hat. Falls ihr es nicht gesehen habt, ich habe es, glaube ich, im Whistler-Video in der Qualifikation gezeigt. Oder war das vom letzten Springern? Ich glaube, es war vom letzten Springern in Lillehammer, oder? Ich bin mir nicht sicher. Oder in Whistler. Eines von den beiden in der Qualifikation habe ich gezeigt. Gleich am Anfang, in der ersten Minute. Also, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr mal vorbeischauen bei den Videos. Gut, Anssi Kiviranta ist jetzt als nächstes dran. Mal schauen, wie es ihm ergeht. Ich meine, das ist meine Standardphrase hier, aber. Sie wirkt jedes Mal, sagen wir mal so. Anssi Kiviranta, naja, solide 220, muss man hier sagen. Rang 17 ist okay. Die Noten sind nicht das Beste, also muss er wahrscheinlich noch ein bisschen zittern, aber wir werden sehen, ob es im Endeffekt ausgehen wird oder nicht. Der Ikito jetzt. Auch eher ein bisschen früh tatsächlich. Gleich wie vorher, aber da komme ich wieder an die Taste. Ich weiß auch nicht, wo ich das hier habe heute. Egal. Severin Freund jetzt. Ja, der hat schon wieder viel besser ausgesehen. Bisschen mehr Konzentration. Ich weiß, ich drücke ein bisschen zu sehr rein da hinten gerade. Also trotzdem ist der Sprung gut ausgegangen, 226,5 Meter, Rang 3. Die Noten sind nicht das prickelndste. Aber trotzdem, Rang 3 war ein guter Sprung. Bisschen zu sehr drauf gedrückt, sonst wäre vielleicht sogar in der Nähe von Jakavala gewesen. Von der Weite her, in Form von plus minus 1 Meter. Mal schauen. Junshiro Kobayashi, auch er bekommt oben ein bisschen quasi zu sehr die Gesichter zu den Skiern. Oder umgekehrt halt mehr oder weniger. Und hier jetzt nur 218,5 bis Rang 17. Mal schauen, ob sich das ausgeht. Bis jetzt sind ja 8 bzw. vielleicht 9 nach Marinus Kraus qualifiziert.
Auch er kommt etwas höher raus. Mal schauen, wie weit ihn jetzt der Wind trägt. Ah, aber 222 dürfte es ungefähr gewesen sein. Okay, 223, genau. Damit ist Marinos krasse Frage 8 und damit ist er schon mal qualifiziert. Sehr schön. Der nächste, der jetzt runter darf, ist David Kubacki. Also, eigentlich kein Flieger, aber wir werden sehen, wie wird es ihm ergehen. Ja, da geht er auch gut. Au, weh, da stürzt er. Bei 227 Meter ist es sehr, sehr bitter. Schade eigentlich. Naja, er wird trotzdem Zeit im ersten Durchgang sein, aber... Naja, er ist halt... Na gut, er ist im ersten Durchgang, also das ist Hauptsache. Naja, schade, aber trotzdem... So gestürzt ist Sebastian Colloredo. Er war schon das ein oder andere Mal Erster oder Zweiter, aber das ist in der Qualifikation. Auch hier war er wieder sehr, sehr nah dran an der Topweite. Das war sogar die Topweite, 229,5. Ist aber leider auch gestürzt hier. Also jetzt wieder ein bisschen mehr Konzentration. Jetzt sind die zwei gerade unmittelbar hintereinander gestürzt. Die Jury hat sich getroffen. Es muss aber trotzdem weitergehen. Die Show must go on. Und naja, hier ein bisschen kürzer. Man kennt sie erstmal 208,5. Harry Olli. Ja. Nicht viel gesehen die Saison, muss ich sagen. Und wenn ja, dann in der Qualifikation rausgeflogen. Zumeist. Ich glaube, am Anfang der Saison waren sie mal kurz zu sehen, aber naja, die ganzen Finnen. Und dann, ja, war nix. War wirklich wieder nix. 229,5 Meter jetzt für ihn, aber für Harry Olli und Rang 5 durch gute Noten. Schau, schau. Geht ja also doch. Wladimir Zugravski. Er hat nicht mehr mal so viel Aufwand wie die vorherigen. Mal schauen, wie es ihm ergeht. Wird vielleicht schwierig, aber mit ein bisschen Glück kommt er da auch runter. Ja, wird knapp. 221 Meter, Rang 15. Noch nicht mit dabei, aber es wird wahrscheinlich noch gleich werden. Stefan Kraft jetzt. Auch er ist sehr gut oben rausgekommen. Klein bisschen zu viel rausgedrückt an einem Point. Aber auch er sehr gut runtergekommen. 221,5 Meter, gute Noten. Ebenfalls. Rang 8 jetzt. Okay. Nicht ebenfalls. Ist mit keinem Ex-Equo. Aber Harry Olli war 5. Stefan Kraft ist Rang 8. Okay. Ja. Wie auch immer. Alles gut. Weiter geht's mit Jan Schiobro. Wenn wir gleich wieder gucken, bei Startnummer 48, wie viele sich schon qualifiziert haben. Ich glaube, es sind dann genau 20 tatsächlich. Also müssen wir dann nochmal schauen. Hier auch Jan Schiobro, gute Weite. Naja, 219 Meter, 218,3 Punkte. Ein bisschen fehlt noch. Mal schauen, ob es sich für ihn ausgehen wird oder nicht. Johann André Vorfang jetzt. Also über 220 Punkte sollte man schon haben. Auch Jan André Vorfang sollte das eigentlich haben. Rang 18, 220,3. Ist noch nicht qualifiziert, aber sollte eigentlich sich qualifizieren noch. Sagen wir mal so. Jetzt Gregor Schlinzer. Hoffentlich kommt er nächste Saison wieder. Wir werden sehen. Und ich hoffe stärker denn je. Wäre auf jeden Fall schön zu sehen und sich zu wünschen aus österreichischer Sicht. 216 Meter, hier Rang 28, das wird, da sind wir uns einig, das wird wohl eher nichts werden. Das heißt, wir sehen ihn im Finale hier an diesem Wochenende nicht mehr. Simon Ammann, ja, der ist auch wieder gut oben rausgekommen. Mal schauen, ob er irgendwie die Luftfahrt mitnehmen kann. Naja, die Höhe konnte er nicht mitnehmen, aber 220 Meter, 222, Rang 14 ist er da an dieser Stelle, ist er locker mit qualifiziert. Und jetzt haben wir Markus Eisenbichler. Dann müssten eigentlich 20 qualifiziert sein, bald mal. So. Ein bisschen kürzer, 219,5 Meter, Rang 14. Ist aber mit dabei durch gute Noten, also passt alles bei ihm. Gut, wir haben insgesamt gesehen, okay, 67. Ja, okay, dann sind jetzt 20 mit dabei. Das heißt, bis inklusive Johann André Vorfang. Sehr schön. Das heißt, man braucht ungefähr 220 mit guten Noten im Moment,
oder halt über 220 Punkte. Gilt aber auch noch nicht hundertprozentig, da Radik Schapow auf 22,1 hat und noch nicht mit dabei ist. Also wir werden sehen, wie sich die letzten 10 zu fix qualifizierten, also nicht fix qualifizierten, schlagen jetzt. Angefangen mit Jarkomete, der schon mal etwas aussetzt, wie es ausschaut. Jawohl. Damit ist schon mal der erste nicht 220, der erste, der niedrigste 220er auch mit dabei und alles, was jetzt drunter ist, ja, schön. Also 220 sollte man schon haben. An Punkten und an Weite. Verso de Comp scheint beides auch zu gelingen, jawohl. War ein sehr schöner Flug, Rang 4. Jetzt Lukas Lava für die Tschechen. Ist auch schon, war auch schon in der Saison mal unter den Top 10. Ist aber jetzt nur mehr unter den Top 20 quasi. Auch hier ein netter Flug, 225, ebenfalls Rang 4. Aber schleicht sich vor, Verso de Comp tatsächlich. Jetzt Pascal Kehlin. Wie wird es ihm gehen? Er war ja auch einige Zeit lang 9., 8., 10. so in der Richtung. Also 7. bis 10. Jetzt nicht mehr ganz so wirklich, aber Rang 16, das reicht noch immer. Und über 220 Meter, damit ist er auch mit dabei im Hauptbewerb. Ja. Jan Ahonen hat sich da schon langsam reingefuchst, tatsächlich noch in die Top 10. Zumindest hier bei mir. Und wenn es schon im echt nichts gelingt, dann hier zumindest. Und hier auch 224 Meter Rang 3 durch die guten Noten. Exeko mit Severin Freund. Aber wenn es zu einer Wiederholung kommt, dann will ich Severin Freund sagen. Aufgrund des weiteren Fluges. Tatsächlich. Ja, Manuel Poppinger hatte, war immer in Reichweite von den Top 10. Ist im Endeffekt nie geworden, da die letzten zwei oder drei Springen punktelos hinausgingen. Oder zumindest mit sehr, sehr wenig Punkten. Heute qualifiziert er sich schon mal fix. 224 Meter. Ja, sehr schön. Die Punkte haben ein bisschen zu wünschen gelassen. Zu wünschen übrig gelassen, aber naja. Wie auch immer, ne, stechen wir jetzt. Auch ein bisschen spät. Vielleicht kann er es noch mit einem sehr guten Flug rausholen. Ja, tatsächlich kann er auf jeden Fall rausholen. 224 Meter, sehr gute Leistung. Wenn der dann richtig den Absprung erwischt hätte, wer weiß, wie weit er gegangen wäre. Okay, wir haben jetzt als nächstes Juri Tepes. Drei müssen sich noch qualifizieren, inklusive ihm. Auch ein bisschen früh, tatsächlich. Und dann einige Probleme in der Luft. Präsentiert auf Rang 36 und eine Nicht-Qualifikation. Tja, so kann es gehen. Janne Damien jetzt. Ja, schau. Redet man einfach einmal nicht und schon geht der Flug auf. Ja, war ein bisschen mehr drin gewesen, aber der Wind hat auch nachgelassen zum Schluss. Trotzdem war das, glaube ich, jetzt insgesamt Rang 5, ja genau. Und jetzt muss ich, glaube ich, nur noch einer qualifizieren, das ist Roman Kudelka, der auch in Whistler gewonnen hat. Tatsächlich. Und auch bei mir, glaube ich, nicht so schlecht dasteht. Und natürlich passiert mir das beim letzten Springen wieder, dass ich qualifizieren muss, dass ich bei der Maus ankomme. Tja. Oft geht blöd, ne? Shit. Ich hab das nicht gesehen. Sagen wir mal so. Wir haben 30 Qualifizierte bis inklusive Antonin Hayek. Tatsächlich, der war der Nutznießer aus dieser Situation raus. Naja, gut. Dann haben wir halt zwei Leute, die hier unter 220 zu stehen gekommen sind. Und zwei Leute, die unter 220 Punkten haben. Also, ja gut. Auch schön. Und die 10 fix qualifizierten hier, die nochmal um eine Top-Weite kämpfen. Angefangen mit Gregor de Schwanden. Mal schauen, ob ich nochmal irgendwie eine Top-Weite rauspressen kann, tatsächlich. Wir werden sehen, aber 230 Meter sind tatsächlich schon schwer zu erreichen hier. Bei diesem Wind. Wir werden sehen, ob mir das gelingt. Oder auch nicht. Ich werde das jetzt nicht mehr so hart kommentieren, weil, na. Schauen wir mal, was jetzt Kamels doch macht. Weil es eigentlich eh irrelevant ist, was jetzt hier noch passiert ist in der Qualifikation. Aber ich habe mir gedacht, ich mache es trotzdem weiterhin on-camera und nicht off, wie einmal
habe ich es einfach probiert. Mir ist es selber nicht so gefallen. Es hat irgendwas gefehlt und dann denke ich mir immer, na gut, da fehlt dir halt quasi wirklich die besten drei Sprünge. Das ist halt auch blöd. Und die Noraka seid vom Wind verweht quasi da unten. Sonst wäre auch eine sehr gute Positionierung da drin gewesen. Hier jetzt an das Pfannemehl, der auch gut runterkommt, aber auch nicht stehen kann hier unten. Tatsächlich bei 227 rum. Da fallen gerade alle. Also wundert es mich halt umso mehr, dass ich den 229er geschafft habe zu stehen mit einem Telemark ganz am Anfang dieser Session. Das ist schon verrückt manchmal hier. Robert Kranjac hier mit 225,5 Meter Dritter tatsächlich und übernimmt da die alleinigen Drittplatzierung quasi erstmal von Severin Freund. Und naja, zumindestens was. Ne? Da haben wir von allen drei Schichten des Feldes wieder mal einen Springer. In der Qualifikation unter den Top 3. Das zeigt meine neue gewonnene Konstanz quasi, die ich mir angeeignet habe über die letzten Wochen und tatsächlich auch vielleicht über diese Saison hinweg. Martin Omme. So, der ist auch ziemlich hoch unterwegs. Ja, da gehe ich mal auf Nummer sicher. 231 Meter reicht trotzdem für Rang 2, trotz dieser hässlichen Landung, sage ich jetzt mal, unter Anführungszeichen. Aber es war notwendig tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich denn mit Telemark gestanden hätte. Auch hier Manuel Fettner jetzt. Die sind alle ja schon im Weltcup. Also Weltcup-Siegkampf. Meine Güte. Auch er 100, 227, Rang 3. Also auch ziemlich, ziemlich stark. Und naja, die kämpfen alle. Wie gesagt, ab Martin Omme kämpft jeder quasi um den Gesamtweltcup-Sieg. Wir werden sehen, wer es erreicht. Sind alle top motiviert, wie es anscheinend, und es zeigen auch die Weiten hier. Also es ist gerichtet für morgen und übermorgen. Und hier 230,5 von Shohei Tochimoto macht hier nochmal die Top-Weite fast klar und macht einen Telemark. Also übernimmt mal die Führung hier. Und das bei fast keinem Wind tatsächlich. Das ist schon. Es zeigt meine Konstanz eigentlich. Und meine unglaublich guten Skills in letzter Zeit, was mich selbst manchmal verblüffen. Ich sollte hier wieder Rekord springen, heute noch. Tatsächlich, wenn ich das gerade so sehe. Ja, und Dorfer Dritter gleich mal die 231 auf Rang 4 mit dem Sprung hier von Michi Heiberg. Und das war dann die Qualifikation. Ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. So, hier sind wir nochmal die besten drei Sprünge dieses Qualifikationsdurchgangs angefangen. Mit Michael Heiberg, der hier 226,5 Meter erflogen ist und eine sehr, sehr schöne Landung gesetzt hat. Deswegen ist er auch Dritter geworden. Dann haben wir als nächstes Jaka Waller, der ziemlich, ziemlich früh schon kam, aber hier mit seinen 229 Meter auch sehr überzeugt hatte. Mit doch einem Meter Aufwind ist es durchaus möglich von hier und hat einen sehr guten Flug. Aber es gibt noch einen besseren Flug und der kommt von Shohei Tochimoto auf 230,5 Meter, der auch ähnlich war, nur noch ein bisschen höher rausgekommen ist, ein bisschen besser ins Fliegen nochmal gekommen ist und ja, deswegen führt er. Und bis dorthin fliegt schon brav weiter. Mal den neuen zu gehen. Guck mal. 96,5 Meter, nicht Rang 6 hier. Gut. Dann machen wir mal weiter mit Performance Damian Dempest.